Ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher 3. Oh, das ist aber ein schönes Gemälde. So, wir sind mit der Herzogin bei dem Fest. Und wir werden jetzt einfach mal mit den Leuten hier ein bisschen palabern. Wer bist du? Wie? Besudelt die Leinwand und betrachtet eure Emotionen. Ja. Okay, ich nehme rot. Nee, gelb. Sie müsste in einem der Alkoven sein. Kann ich noch mehr nehmen? Nun wirf das Mistding schon. Ja, warte doch mal. Sehen wir in den Alkoven nach. Heavy. Ah, wunderschön. Ah, noch schöner. So, ah, ich bin ein Künstler. Ja. Oh Mann, das Spiel ist einfach so geil. So, noch mehr. Was? Ja. Das stimmt. Super schön. Angst vor Intimität. Die Komposition nimmt Gestalt an. Ja, ich habe es wohl bestimmt ein Meister. Es ist ein Meister. Es sieht so scheiße aus. Jetzt hier so? Was sagt es über mich aus? Oh. Was mache ich jetzt? Stimmt doch gar nicht. Kommt jetzt auch noch grünes Geschmiere dazu. Boah, herrlich. So. Nun gestattet mir einen Moment der Betrachtung. Ach. Interpretation. Das Bild drückt spirituellen Dualismus aus. Ja. Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse. Das hatte ich beabsichtigt. Und drückt Gewaltsamkeit aus. Oh ja, das ist er. Und gegen Böse. Der Dualismus der Menschen. Und Unbeugsamkeit. Ja. Genau. Das war sehr schön. Das habe ich sehr gut gemacht auch. Mit wem kann ich denn hier reden? Wer denn hier? Du? Du? Hä? Du? Psst. Nein? Nee, das kapiere ich jetzt nicht. Oder da, ach, vielleicht was essen. Oder trinken. Absinth. Ah. Oh. Des Künstlers Lieblingsschnaps. Absinth. Ah. Ich kann so einiges vertragen. Tja. Ich liebe Absinth. Überraschung, Überraschung. Kommt man gar nicht drauf. Wenn man den Namen... Was ist das hier? Was machst du? Oh Gott, die hasse ich ja eigentlich. Was ist das? Oh, mach mal aus. Jetzt. Also das verstehe ich nicht. Wieso kann ich denn nicht mit denen blubbern? Ich gehe mal hier in die Mitte. Oh, hier war was. Hier war was, oder? Ziehen. Ich kann auch mitziehen. Oh Gott, ist das bescheuert. Oh Gott, ist das dumm. Alter. Ist gut eingeladen, hey. Da hab ich Absinth getrunken, ist hier.
Nee, halt, ich habe Angst, dass es hier irgendwie gleich weitergeht. Ich will hier erst alles machen. Oh, ja, gut. Was ist das hier? Was ist das? Fragment aus dem Skript eines Bühnenstücks. Der betörte Hexer. Konzert de Valère. Es herrscht pechschwarze Nacht in einem dichten Wald. Über den Baumwipfeln ist der Vollmond zu sehen. Hinweis, das Bühnenbild muss einen Vollmond zeigen. Wölfe heulen klagend in der Ferne. Ein Hexer geht mit vorsichtigen, wohlbedachten Schritten durch den Wald. Er hält eine silberne Klinge. Hexer. Verdammt nochmal, der Mond ist voll. Auf diese Nacht habe ich sehr lange gewartet. 3 Wochen lang habe ich diesem stinkenden Loch zugebracht, um einen einzigen Werwolf zu fangen. Wenigstens hat mir die Müllers Tochter die Zeit ein wenig versüßen können. Eigentlich gehe ich nur ungern von hier fort. Soll ich sie vielleicht doch mitnehmen? Hinter dem Hexer ist ein Knacken zu hören. Er wirbelt blitzschnell herum, ist auf der Hut. Er sieht den Werwolf. Hexer, jetzt habe ich dich, du Bestie. Werwolf, zorniges Brüllen. Der Werwolf nimmt die Maske ab, der Hexe erkennt die Müllers Tochter, er ist überrascht und weiß nicht, was er tun soll. Müllers Tochter, und was jetzt? Willst du mich töten oder nimmst du mich vielleicht mit? Was ist das hier? Hochtrabend? Ich hatte ja mit. Warte, was war denn das hier? Achso, ausmachen wieder. Gucken hier nochmal schnell rein. Was ist das? Nicht stören, kusch, kusch. Hm, das ist die richtige Blüte. Natürlich, eine Orchidee aus Kovir ist der ideale Kontrast zu ihrem Teint. Wir müssen mit dem Modell sprechen. Es dauert nicht lange. Mit mir? Lieg still. Reden kannst du ja, aber beweg dich um Himmels Willen nicht. Aha. Ui, das ist ja ein tolles Porträt. Den Stil kenne ich doch. Diesen Pinselstrich. Das ist Dorian Villesse. Die gnädige Dame hat von mir gehört. Ich habe sagen hören, dass Anna Henrietta selbst schon ein Porträt von dir malen lassen wollte. Richtig. Einmal hat der Palastkämmerer mir geschrieben, aber leider wollte man meine Bedingungen nicht akzeptieren. Was war denn das Problem? Als der Kämmerer erfuhr, dass ich nur Akte male, brach er den Kontakt ab. Er sagte, er würde nicht wagen, der allergnädigsten Herren so etwas auch nur vorzuschlagen. Ich wollte sie immer malen. Schade. Vielleicht kriegst du deine Chance noch. Wir kamen her, um mit dir zu sprechen. Mit mir? Aber warum? Der Adlige aus Zintra, mit dem du hier bist, interessiert uns. Der Adlige aus Zintra? Ah, ihr verwechselt mich mit Cecilia. Die Orchidee? Ich dachte... Nicht bewegen, sag ich. Cecilia hat am Ende ihrer Vorstellung die Blüte ins Publikum geworfen. Ich habe sie gefangen. Aber ja, den Adligen habe ich gesehen. Wir würden ihn gerne sprechen. Wie sieht er denn aus? Wie viele hier. Groß, dunkel, maskiert. Weißt du, wo er jetzt sein könnte? Er hat Cecilia ein kleines Geschenk gemacht. In einer herzförmigen Schachtel. Dann sind sie zu den Erfrischungen gegangen. Madame, Monsieur, entschuldigt, aber so kann ich nicht arbeiten. Ihr müsst gehen, jetzt. Ja, ist gut. Okay. Nee, ich will erst hier diese ganzen Sachen. Was ist das? Ah. Tja, mal sehen. Okay, das ist cool. Das ist ja witzig.
schön. Das ist keine gewöhnliche Illusion. Der Mann ist ein echter Künstler. Was ist jetzt passiert? Beeindruckend. Okay, das ist witzig. Cool. Okay, nett. Ja, wo kommen die Geräusche? Warte mal, ist hier noch was? Ja. So, da hinlatschen. Wie komme ich da hin? Na, da ist auch was unten. Gut, probieren wir es aus. Ich hätte nie gedacht, dass du an solche Sachen glaubst. Ja, voll schön. Ich will auch Nummer eins. Auch viel Glück. So, geh weg. Hey, eine liebe Frau. Ich kenne nur liebe Mann. Gab's das wirklich, diesen Ausdruck? Oder ist der jetzt neu erfunden worden? Ach, das ist ja cool. Gut, das hat mir sehr gut gefallen. Haben wir sonst noch was? Oh, schade. Okay, dann machen wir mal weiter. Schau mal nach den Erfrischungen. Hier sind Erfrischungen. Da haben wir schon was. Eine Dosis Fistech. Die Art des Künstlers, seinen Existenzschmerz zu betäuben. Dazu sage ich jetzt nichts. Eine leere, herzförmige Schachtel. Cecilia muss sie hier gelassen haben. Ah, haben wir's doch. Aus, als wäre Parfum drin gewesen. Ein Geschenk des Zintrias womöglich. Der Duft hängt noch in der Luft. Folgen wir ihm. Sehr gut. Geht sicher hier rüber, oder? Oh ne, geht hier hin. Dieses Bild, es ist so... Pass auf dich auf! Scheiß Hund, das ist es! Ah, nee. Geht noch weiter. Sag mal. Geht sicher nach hinten, ne? Sind sie gleichmäßig? Dachte ich mir. Das hab ich mir gedacht. Tut mir leid. Zutritt nur für Künstler der Mandragore. Komm, lass uns überlegen, was wir jetzt machen. Diese Stimme, die würde ich überall erkennen. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Ich habe 15 Jahre im Palast gedient. Edle Herren, ich würde dich niemals verwechseln. Psst, nicht so laut. Wir sind inkognito hier. Staatsangelegenheiten. Jawohl, gnädige Herren. Wie kann ich dienen? Wir können uns hoffentlich auf deine Diskretion verlassen. Natürlich. Ich werde schweigen wie ein Grab. Wir suchen Cecilia Belante. Hast du sie gesehen? Sie ist in ihrer Garderobe. Mit einem Adligen. Die fühlen sich eindeutig voneinander angezogen. Wie sieht der Mann aus? Groß, breite Schultern, ein schwarzer Bart schaut unter der Maske hervor und er spricht mit irgendeinem Akzent. Das muss er sein. Wir müssen zur Garderobe. Rasch! Jawohl, gnädige Herren. Ich bringe euch hin. Nein, du bleibst hier. Wenn jemand zu fliehen versucht, hältst du ihn auf. Verstanden. Schnell nach oben. Okay, ich komme. So. Gucken wir mal, ich bin gespannt. Oh. Das muss Cecilia sein. Shit. Kein Puls. Wir kommen zu spät. Er hat
hat ihr die Kehle durchgeschnitten. So ein Tier. Zur Tür ist er nicht raus. Das hätte die Wache gesehen. Er könnte hier noch irgendwo sein. Du musst ihn finden, bevor er noch mehr anrichtet. Ich sage sofort Oriana Bescheid. Sie muss die Soiree sofort beenden. Wir sollten uns nicht trennen. Geralt, ich komme zurecht. Geh du dem Halunken nach. Ich hole Hilfe. Das ist so dumm. Okay, dann gucken wir mal. Er hat sie umgebracht und ist dann zum Balkon raus. Na, da ist ein Abdruck. Wir gucken aber, was wir hier noch haben. Das müssen wir schon. So, was haben wir hier? So, okay. Haben wir genug geplündert? Er hat die Tür eingerissen und eine Plattform draus gemacht. Nicht dumm. Muss auch ganz schön stark sein. Blutiger Handabdruck. Muss von ihm sein. Okay. Er hat den Blumentopf mit der Tür zerbrochen und ist dann in die Erde getreten. Spuren von dreckigen Stiefeln. Er muss diese Leiter benutzt haben. Welche Leiter? Okay, Heiler. Er könnte noch hier sein. Ich sollte aufpassen. Ja, wir passen auf. Ein zerschlagener Spiegel. Jemand ist damit kollidiert und dann zu Boden gegangen. Okay, das finde ich komisch. Blutflecken. Er hat sich nicht sehen können oder sowas und hat dann... Glieder einer zerrissenen Kette. An der muss das Juwel gehangen haben. Sein Kopf mit Spiegel zertrümmert wahrscheinlich. Ein Schmuckkästchen. Das Schloss ist kaputt. Vermutlich aufgebrochen. Ja, aber ein Dieb ist er doch nicht ein einfacher, ne? Blut am Fensterrahmen. Ob jemand rausgeklettert ist oder rausgefallen. Oh, was ist das denn? Der Wandleuchter ist verbogen und blutbeschmiert. Sollte sich da jemand dran festhalten? Sieht kostbar aus. Aber deswegen bin ich nicht hier. Das ist richtig. Ein leeres Tintenfass. Umgeworfen. Es zeigt in den Raum. Es zeigt in den Raum. Die Leinwand ist zerschnitten. Da war jemand mit einem Messer dran. Verschlossen. Okay. Kein Schlüssel in Sicht. Also, man könnte meinen, hier ist jemand langgelatscht. Hier ist aber sonst nichts, oder? Ah, doch, hier. Ein Edelstein mit einem blutigen Fingerabdruck. Den wollte der Dieb wohl haben. Daneben kleine Kettenglieder. Von einer zerrissenen Halskette vielleicht? Offenbar hat es einen Kampf gegeben. Ja, aber eigentlich müsste ich jetzt hier rausklettern. Aber runterspringen traue ich mich noch nicht. Guck jetzt nochmal. Hier irgendwas übersehen. Eigentlich nicht. Ist nochmal ein Spiegel. Was habe ich denn hier übersehen? Das Messer wahrscheinlich, ja? Ein reich verziertes Jagdmesser. Damit wurde wohl gekämpft. So. Das Juwel war wohl in der Schachtel. Der Zintrier wollte es stehlen und ist erwischt worden. Dann gab es eindeutig einen Kampf und einer von beiden ist aus dem Fenster gefallen. Der Sturz muss tödlich gewesen sein. Das Juwel ist noch da, also muss es der Zintrier gewesen sein, der gefallen ist. Das ist also der Fährtenleser. Ein Hexer, ja? Ja, das ist er. Wir haben die Leiche zusammengefunden. Dann ist er dem Mörder nachgegangen. Dann bin ich hier gelandet und habe nur die Spuren eines Kampfs gefunden. Offenbar hat es sich für den Zintrier nun ausgemordet.
Schade, dass es für Cecilia zu spät war. Armes Mädchen. Ich habe ihr gesagt, dass sie ihre Männer schlecht auswählt. Aber einen Mörder hätte ich niemals vermutet. Ich alarmiere die Bediensteten. Sie sollen sich um ihre Leiche kümmern. Hä, wieso kommt die mir so bekannt vor? Setzen wir uns doch. Dann erzähle ich euch alles ganz genau. Ich hatte ihn auf frischer Tat beim Stehlen ertappt. Er durchwühlte meine Sachen. Was hast du getan? Die Wache gerufen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich wollte nicht, dass er flieht. Er stand mit dem Rücken zu mir, also habe ich ihn angegriffen. Er schlug sich den Kopf an einem Bilderrahmen, als wir kämpften. Er blutete, war benommen. Und dann zog er ein Messer. Dann ging alles ganz schnell. Ich schlug ihm die Waffe aus der Hand und schubste ihn. Stark. Er... fiel aus dem Fenster. Genau. Okay. Es ist nicht wirklich klug, sich mit einem bewaffneten Dieb anzulegen. Warum? Weil ich eine Frau bin? Ein Kleid und keine Rüstung trage? Ich kann sehr gut auf mich aufpassen. Eine Haarnadel sieht vielleicht wie ein Schmuckstück aus, aber im Auge ist sie so wirkungsvoll wie eine Klinge. Ich glaube, der Mann wollte dich ausrauben, als du ins Zimmer kamst. Ja, er stand vor meinem Frisiertisch und hat meinen Schmuck durchwühlt. Um das zu suchen, nehme ich an. Das habe ich beim Suchen entdeckt. Das ist ja das Herz von Toussaint. Oriana, wo hast du das her? Ich habe es gekauft. Vor vielen Jahren. Von einer jungen Frau. Das Juwel scheint wichtig zu sein. Warum? Das Herz ist ein Erbstück. Es gehörte viele Jahre meiner Familie. Dann war es verschwunden. Ich hätte nie gedacht, dass es wieder auftaucht. Jemand wollte es unbedingt finden. Der Dieb hat seine Werkzeugtasche zurückgelassen. Dort habe ich diese Zeichnung gefunden. Seht. Das Herz von Toussaint. Die Zeichnung ist sehr genau. Der Zintria hatte einen Auftrag. Er wusste genau, wonach er suchen sollte. Also suchen wir nicht ihn, sondern seinen Auftraggeber. Ist das der einzige Hinweis, den wir gefunden haben? Ich habe noch die Waffe gefunden, mit der er Oriana angegriffen hat. Ein Jagdmesser zum Häuten von Wild. Am Heft ist ein Emblem. Dieses Wappen benutzen die Herren von Duntin. Der derzeitige Burgherr ist ein begeisterter Jäger. Vielleicht unsere nächste Spur? Duntin. Ich erinnere mich. War vor einigen Jahren eine verlassene Ruine. Vor kurzem ist Roderick, der letzte Erbe der Familie, zum Familiensitz zurückgekehrt und hat die Burg wieder aufgebaut. Weißt du mehr über diesen Roderick? Sein Großvater war ein Berater von Königin Ademata. Die Familie hat diese Ländereien für seine Dienste erhalten. Roderick lebt sehr zurückgezogen. Er meidet Gesellschaften und gibt sich lieber mit einer kleinen Gruppe von Rittern ab. Obwohl der Begriff nicht ganz zutrifft, da sie eher Vandalen sind mit einem Wappen auf dem Schild. Oriana, ich hoffe, dass du alles, was wir besprechen, für dich behältst. Ich verlass mich drauf. Wenn bekannt wird, dass sein Juwelendiebstahl gescheitert ist, könnte sein Auftraggeber untertauchen. Wir müssen vorsichtig sein. Diskretion ist uns allen wichtig. Ich frage nicht, worum es hier geht, erwarte aber, nicht mehr damit belästigt zu werden. Von niemandem. Verzeihung, Madame Oriana. Dürfte ich was sagen? Entschuldigt mich bitte. Oriana, was hältst du von ihr? Es gibt nur wenige, bei denen ich mich unwohl fühle. Aber in ihrer Nähe spüre ich Furcht, Unbehagen. Die Zeichnung.
Sie ist auf demselben Papier wie die Namen der Opfer. Auch mit derselben Tinte gezeichnet. Scheint das Werk unserer Erpresser zu sein. Die nicht nur hinter den Morden des Biests stecken, sondern auch den Sangreal gestohlen haben und das Herz von Toussaint haben wollten. Der Wein, das Juwel, beides hängt mit dir zusammen. Untrennbar. Ein Zufall? Das will ich einfach nicht glauben. Eins bereitet mir dabei Sorgen. Dass am Ende dieses Plans ein Mordanschlag auf dich stehen könnte. Es könnte auch ganz was anderes sein. Jetzt wird's interessant. Meine Schwester Sienna könnte hinter der Verschwörung stecken. Sie hat den Hof verlassen, als wir Kinder waren. Meine Eltern verbannten sie aus dem Herzogtum. Seitdem habe ich sie nicht gesehen. Was hat deine Schwester getan, dass sie verbannt wurde? Sienna war verflucht. Hatten die Eltern Streit mit einem Magier? Nein. Sie wurde zu einem unglücklichen Zeitpunkt geboren. Angeblich lastet auf ihr der Fluch der schwarzen Sonne. Geralt, stimmt das? Kann jemand böse sein, weil er während der falschen Mondphase geboren wurde? Könnte sein. Aber es kann auch sein, dass er von Geburt an wie ein Aussätziger behandelt wurde. Abgesondert, weggestoßen, geächtet. Sienna hatte es wohl nicht leicht. Sie war wütend auf die ganze Welt. Sie hat sich minderwertig gefühlt, verletzt und alles hinter Selbstvertrauen und Arroganz versteckt. Sie konnte so grausam sein. Ich erinnere mich an einen Vorfall. Sie redete Cédric de Colbert ein, die Zukunft in ihren Träumen sehen zu können. Wir waren Kinder und Cédrics Bruder war in mich verliebt. Das harmlose Verliebtsein von Kindern. Sienna wusste davon. Deshalb hat sie Cédric von einem ihrer Träume erzählt. Dass er sterben würde. Durch die Hand seines Bruders. Cédric stahl das Schwert seines Vaters und tötete seinen Bruder. Sie zerstörte zwei Leben mit einem Streich. Cédric trauert bis heute. Schließlich verbannten sie sie aus dem Palast. Vor über 10 Jahren. Ich vermisse sie schrecklich. Du denkst, deine Schwester könnte damit zu tun haben? Warum? Weißt du, sie war schon immer besitzergreifend und eifersüchtig auf alles, was ich hatte und sie nicht. Rivalität. Das ist doch normal unter Schwestern. Stimmt. Vermutlich habe ich so viel ausgeteilt, wie ich eingesteckt habe. Manchmal vermisse ich das richtig. Der Wein, dieser Diebstahl, war der erste Hinweis. Das sieht ihr ähnlich. Sie hat mir immer meine Spielsachen gestohlen. Aber sicher war ich mir erst, als ich das Herz von Toussaint gesehen habe. Sienna hat es von Vater geschenkt bekommen, als meine Eltern sie noch für ein ungezogenes kleines Mädchen hielten. Jemand wollte meinen Wein. Dann sollte unser Familienjuwel gestohlen werden. Oder eher zurückgeholt? Das ist meine Schwester, ganz sicher. Eine gefallene Prinzessin, die sich ihre Wünsche erfüllt, verlorenen Luxus wünscht. Könnte sein. Deine Mission hat sich geändert. Geh nach Duntin und finde Sienna, so sie sich dort aufhält. Egal, was sie getan hat, ihr darf nichts geschehen, in welcher Form auch immer. Dafür musst du Sorge tragen. Ja. Ich werde sie finden, wenn sie dort ist. Das hoffe ich. Ich würde gerne mit ihr reden, von Schwester zu Schwester. Gnädige Herrin, Geralt, ich möchte euch jemanden vorstellen. Regis, was für eine Überraschung, du in Beauclair? Und das ist? Mein geschätzter Freund Detlef van der Ehretal. Er stammt aus Nazair. Wir stellen unser Können der Jagd des Hexers zur Verfügung. Ah, ja, wunderbar. Aber warum seid ihr hier? Weil sie auch eine Vampirin ist. Sie haben mich überraschend besucht. Also habe ich Regis auf ein Glas Wein eingeladen. Wir kennen uns schon seit... Oh, ich wusste. Zeiten, könnte man sagen. Hexer, wie ich höre, kennst du Regis?
Und ihr seid sogar Freunde? Ist das der Super-Obervampir? Garantiert. Das scheint dich zu überraschen. Warum? Ich hätte nie gedacht, dass Regis sich mit einem Hexer verstehen würde. Und die müssen spuren. Lass dich nicht täuschen, Liebes. Geralt hat viele Vorzüge. Er versteckt sie nur sehr gut vor der Welt. Du hast gesagt, dass sie ihn bei seinem Auftrag unterstützt. Dann hängt das mit dem Biest zusammen. Meister Hexer, vielleicht kannst du meine Neugier stillen. Wie ist es, einem Monster gegenüberzustehen? Und man hat nur zwei Möglichkeiten. Töten oder getötet werden. Ich stürze mich nicht mit dem Schwert auf jedes Monster, auch wenn du anderes gehört hast. Bei manchen hilft es auch, zu reden. Ich frage mich, was dir so ein Monster zu sagen hätte. Vielleicht möchte es sich entschuldigen. Wirklich? Wofür möchte sich ein Monster bei einem Hexer entschuldigen? Für das Töten. Denn manchmal bleibt ihm keine andere Wahl, wenn die Liebsten beschützt werden müssen. Ich finde den gut. Genau wie Menschen. Wenn sie in einer solchen Situation sind, töten auch sie. Du verstehst das. Das ist bestimmt der Grund, warum ihr Freunde seid. Regis und du. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du einem Monster lieber helfen, als es zu töten. Wenn möglich, ja. Oder es zumindest versuchen. Genug vom Hexerhandwerk. Regis hat erwähnt, dass du aus Nazair kommst. Als Kind habe ich dort einige Zeit verbracht. Hast du schöne Erinnerungen? Es war wunderschön. Die Mode dort hat mich sehr fasziniert. Besonders die Kleider mit tiefem Ausschnitt. Ich glaube, uns geht langsam der Wein aus. Ich sollte in den Keller gehen und noch eine Flasche holen. Ich gehe. Willst du mir helfen, Regis? Du kennst deinen Wein besser als ich. Wir sind gleich wieder zurück. Das ist eigentlich eine sehr bedrohliche Situation. Und sie vor allem. Eine außergewöhnliche Unterhaltung, findest du nicht auch? Vampire, ein Hexer und die Herzogin von Toussaint. Du meine Güte. Sehr außergewöhnlich, Regis. Ich wollte dich allein sprechen. Bist du verrückt, Detlaff einfach herzubringen? Geralt, lass mich erklären. Nein, lass mich es erklären. Er ist gefährlich und du solltest auf ihn aufpassen. Aber genau das mache ich doch. Detlaff ist überzeugt, dass du deine Aufgabe erfüllst und er niemanden mehr umbringen muss. Ja, bis er die Männer in die Finger bekommt, die seine Rena entführt haben. Jetzt bin ich gespannt. Orianna. Ist sie wirklich eine Freundin von dir? Kann man ihr vertrauen? Ich habe sie vor Jahren kennengelernt, noch vor dir. Und bevor sie sich in Beauclair niedergelassen hat. Wir haben uns schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. Aber ich werde dir alles über sie erzählen. Ein andermal. Jetzt weiß ich, woher ich die glaube kenne. Es gibt einen mega geilen Trailer mit diesem einen Lied dazu. Echt? Aber da hat die lange Haare, oder? Ich vermute, euer Auftauchen war kein Zufall. Das wäre tatsächlich ein großer Zufall gewesen. Nein, ein nettes Vöglein hat es uns gezwitschert. Hör gut zu. Ich habe herausgefunden, wo die Erpresser sind. Sie sind auf Burg Dun Tin. Das sind gute Nachrichten. Wenn sie dort sind, ist Rena auch dort. Die Herzogin denkt, dass wir ihre lang verschollene Schwester auch dort finden. Sie könnte in die Sache mit der Erpressung verwickelt sein. Willst du damit sagen, dass du jetzt zwei Frauen aus der Burg befreien sollst? Ich will damit sagen, dass Detlaff davon nichts erfahren darf. Er ist vor allem auf Rache aus. Geralt, du musst mir vertrauen. Ich weiß, wie ich mit ihm... Nein, Regis. Das kann ich nicht riskieren. Du musst mit Detlaff hier bleiben, wenn ich nach Dun Tin gehe. Allein? Allein. So kann ich dafür sorgen, dass keiner der Frauen etwas zustößt. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Gut, ich kümmere mich um Detlaff. Viel Glück, mein Freund. Ach, Regis, du bist einfach cool. Das ist wirklich wunderbar, Detlaff. Ach, vielen Dank für die schönen Erinnerungen. Ihr seid zurück. Hat ja lange genug gedauert.
Entgegen der allgemeinen Vorstellung ist die Auswahl eines Weins nicht so einfach, wie man denkt. Besonders, wenn er zwei so exquisiten Damen kredenzt werden soll. Regis, galant wie eh und je. Umso bedauerlicher, dass ich die zweite Flasche nicht mit euch trinken kann. Die Pflicht ruft. Gnädige Herrin, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank für deine Hilfe, sie ist unschätzbar. Geralt, begleitest du mich hinaus? Das war eine krasse Situation. Aber warum hat Detlef die Oriana Schatz genannt oder so ähnlich? Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber wie geil die Story ist. Du hast besondere Freunde. Dieser Detlef, ein wirklich interessanter Mann. Sagt das ihr? Ich kenne ihn nicht so gut. Hat er viel von sich erzählt? Nicht viel, aber ich habe ein gutes Gefühl für das Wesen meines Gegenübers. Sonst würde ich keine Woche am Hof überleben. Und wie ist sein Wesen? Empfindlich. Traurig. Er trägt das Gewicht einer schrecklichen Tragödie in sich. Er ist ein guter Mann, aber verloren. Deshalb wirkt er so grimmig. Ich hatte nicht erwartet, dass der Abend so endet. Ich auch nicht. Aber ich habe dich nicht zu einem romantischen Spaziergang rausgebeten. Ich möchte mich vergewissern, dass du weißt, was zu tun ist. Ich muss nach Dun Tin. Ich habe entschieden, dass dich meine Wache begleitet. Du triffst sie bei der Mühle des Grafen de la Croix. Du wirst ihn finden. Er liegt am Fluss Saint-Retour in der Nähe der Taverne zum Basilisk. Hauptmann de la Tour und seine Männer erwarten dich dort um Mitternacht. Ihr werdet die Burg gemeinsam stürmen. Okay, cool. Sehr, sehr cool. Wie kommt jetzt sie nach Hause? Okay, also über die will ich schon was lesen. Oriana. Auf der Soree de Mandragora traf Geralt auf Oriana, eine von vielen Künstlern vor Ort geschätzte Metzingin. Diese Frau hatte etwas an sich, das bei den meisten in ihrer Gegenwart ein Gefühl des Unbehagens auslöste. Sie konnte die eiserne Disziplin des Hexers nicht durchbrechen, doch sie machte auf ihn nicht den Eindruck einer gewöhnlichen Aristokratin und sein Eindruck täuschte ihn nur selten. Naja, wir wissen doch, wer das ist. 100 Pro. Siana. Silvia Anna, ein wunderschöner Name, nicht wahr? Doch, das ist keine Überraschung, denn so heißt die Tochter eines Herzogs und die Schwester einer Herzogin. Nur war das Schicksal Sianas, wie sie ihren Liebsten nannten, nicht so schön, wie man von einem so wohlgeborenen Mädchen vermutet hätte. Obgleich, wie sich herausstellte, sie in Wahrheit eher zu einer Unzeit geboren wurde. Sie kam während einer Sonnenfinsternis zur Welt und fiel daher der Hysterie zum Opfer, die rund um den Fluch der schwarzen Sonne herrschte. Dieser sollte angeblich kleine Mädchen aus Herrscherfamilien befallen, die unter ähnlichen Umständen geboren wurden. Obwohl Geralt ernste Zweifel daran hegte, dass dieser Fluch wahrhaftig existierte, behaupteten viele, dass er grauenhafte Mutationen hervorrief, die seine Träger mit Grausamkeit erfüllte, um mit dem Wunsch zu töten. Sianas Eltern gehörten scheinbar eindeutig zu jenen, die an der Wirkung dieses Fluchs glaubten, denn sie hielten sie für zu gefährlich, um am Hof zu bleiben und zwang sie dazu, ins Exil zu gehen. Und so floh Siana nach Nazaire und war schon nach kurzer Zeit wie vom Erdboden verschluckt. Okay. Warte mal. Ist jetzt ein neuer Charakter? Mal was gucken. Nee. Also, dann schauen wir mal schnell, wo müssen wir jetzt hin? Da hoch. Ah, dann gehen wir doch schnell, oder? Zu unserem Weingut, gell? Müssen wir mal was überlegen. Oh, hier ist eine Quest. Machen wir es anders. Weil
Hier hampelt doch immer so ein Maler. Wo ist der denn? Hat er hier nicht immer irgendwo? Ja, was ist denn hier los? Da oben, oder? Oder war das ganz woanders? Ach, dann war das halt woanders. Ich finde es nicht. Okay, egal. Okay, so. Wo ist die Quest? Ja, ich bin da. Meine Augen haben mich nicht getäuscht. Und doch, Geralt von Riva, der berühmte Hexer so weit im Süden, mit all seinem Ruhm? Mhm, genau der. Im Süden mit all seinem Ruhm. Ach, was habe ich nicht schon von dir gehört. Als Meister Rittersporn in Beauclair weilte, verging kaum ein Tag, da er deine Taten nicht in Balladen rühmte. Ja, das ist so ein lästiger Tick von ihm. Aber was kann ich für dich tun? Ach, weißt du, mein Verlobter François Le Joff hat geschworen, mir das Haupt einer grässlichen Bestie namens Grottore zu Füßen zu legen. Hm, hätte es ein Blumenstrauß nicht auch getan? Mit ein paar Süßigkeiten? Hexer, du spaßest wohl. Wahre Liebe will bewiesen sein, durch Heldentaten für die Besitzerin des Herzens. Ist das so? Doch, ach, François ist schon seit 2 Wochen weg. Daher muss ich dich anflehen, zu schauen, was aus ihm geworden ist. Würdest du? Erstmal, was ist denn das? Was weißt du noch über diesen Grottore, Mademoiselle? Dem Namen nach ist er ein Höhlenbewohner. Ja. Und von dort geht er jagen, wenn er Hunger hat. Nächtens schleicht er in die Dörfer, bricht die Fensterläden auf und schnappt sich die Säuglinge schneller aus den Wiegen, als sie schreien können. Hm. Nachtaktiv, lange Greifarme, intelligent. François sagte, er würde dem Abschaum ein schnelles Ende bereiten, aber nun ist er schon so lange weg. Hilfst du mir, Herr? Ich kann nicht mehr schlafen. Diese Sorge wird noch mein Tod sein. Ja, ich helfe dir natürlich. Ich schlage Damen in Not nur selten etwas ab. Noch seltener, wenn eine Belohnung im Spiel ist. Ach, natürlich. Du bist ja kein fahrender Ritter, sondern ein Gildenmann, ein Experte. Was verlangst du? Ach, die ist eigentlich voll nett. Komm, für ausnahmsweise. Ja, diesen Betrag kann ich aufbringen. Ich werde mein Bestes tun, deinen Verlobten wohlbehalten zurückzubringen. Sagst du mir noch, wo ich suchen soll? Ich vergaß, dass du von weit her kommst und die Gegend nicht kennst. Der Grottore soll in den Höhlen am Fuße der Gorgo hausen. So nah bei der Stadt? Und niemand hat versucht, ihn zur Strecke zu bringen? Ganz im Gegenteil. Viele haben das. Doch ist keiner zurückgekehrt. Meine Sorge ist begründet. Ich verstehe. Na schön. Wird Zeit, dass ich aufbreche. So, hervorragend. Und bevor ich es vergesse, weil ich habe das nämlich schon gesehen, ziehe ich schnell meine Rüstung an. Das wäre nämlich wieder typisch und dann wundert man sich, warum man so viel Schaden kriegt. Das ist so eine typische Aktion von mir. Perfekt, das haben wir geregelt. Und so sind wir jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Ich will ja nicht aufdringlich sein.